Bei einem Überraschungsbesuch in der Hafenstadt Odessa hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell der Ukraine anhaltenden europäischen Beistand für den Krieg des Landes gegen Russland zugesichert. Vor knapp 2 Wochen hatte der Spanier angekündigt, dass er ein Treffen der EU-Außenminister in Kiew organisieren werde. My presence here in Odessa is to show how we are supporting Ukraine. From our military support, our economic support, our political and diplomatic activity to look for a peace, but a just peace that preserves the territorial integrity and independence of Ukraine. Borrells Besuch fiel auf den ersten Jahrestag der völkerrechtswidrigen russischen Annexion der 4 ukrainischen Regionen Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporischja. Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер. Народ России поддержал всем сердцем, защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Anlässlich des Jahrestages der Annexion fand auf dem Roten Platz in Moskau eine öffentliche Feier statt.